Hallo alle miteinander. Heute meine kleine Knobelaufgabe. Beim Aufräumen bin ich über das Ding mal wieder gestolpert, den ehemaligen Fluxkondensator. Ja, sorry, ich entschuldige mich gleich. Perpetual Motion Holder Generator, ne? So ist die eigentliche Bezeichnung davon. Vom Prinzip her. Aber ich glaube, so hat es jetzt noch niemand gebaut, glaube ich. Naja, wir wollen ja ein bisschen forschen, ne? Und dabei geht es darum, ja, ein paar Wege zu gehen und dann zu dokumentieren, wie man dahin gekommen ist, anstatt dann die ganzen anderen vor vollendete Tatsachen zu stellen. Also fangen wir beim Urschleim mal nochmal an. Das ist eine ganz normale Spule mit Draht bewickelt, seht ihr ja. Und das sind alles so Eisenstäbe, ne, die man so zum Schweißen nimmt, so die Schweißstäbe, die sind mit verkupfert. Also ich glaube, das macht ja nicht so viel aus. Jedenfalls kann man die wunderbar schön zu einem, zu was Rundem, ne, zusammenfügen, um dann eine Spule drum zu wickeln, und kann sie aber vorne auch gleichzeitig richtig schön flach machen, damit, wenn man hier vorhat, ein magnetisches Feld kurz zu schließen, ne, das wird dann praktisch hier über die ganze Fläche nach hier drüben dann kurz geschlossen. Ja, da kann man es dann halt schaffen, ein bisschen Strom draus zu generieren. Hier hinten, das sind ganz normale Neodym-Magneten. Frag mich jetzt nicht, wo Nord und Süd ist. Ich glaube, das ist erstmal auch ziemlich wurscht. Auch die Drehrichtung von dem Rotor hier sollte egal sein. Das geht natürlich noch viel, viel effektiver. Ihr seht, hier an der Mitte, also der schließt nicht komplett zum selben Zeitpunkt. Optimaler wäre es, wenn dann hier eine große Scheibe durchrauschen würde mit ganz vielen kleinen Unterbrechern. Da könnt ihr euch ja vorstellen, dass das dann viel, viel besser geht. Aber so zum Demonstrieren und für ein paar erste Tests geht auch das hier. Auch der Motor, der hier dran ist, ist natürlich überhaupt nicht dafür geeignet, irgendwas Effizientes zu machen. Das ist aus einem kleinen, einer Eisenbahn, glaube ich, aber ach, der war einfach viel zu schade, um ihn irgendwie im Schrank vor sich hin motoren zu lassen. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie erkennt, noch mit Hand bewickelt, der Rotor drauf. Naja gut, da wollen wir jetzt aber gar nicht drauf rumreiten. Der zieht so ungefähr 200, 300 mA bei 5, 6 Volt und hat hier vorne eigentlich gar keine Last. Ne, zum Überwinden, also im Leerlauf sozusagen, zieht auch schon 200-300 mA. Und ja, also das können wir dann mal ganz wegnehmen für unsere Endberechnung, ist auch erstmal gar nicht wichtig. Wichtig ist eigentlich nur, dass je mehr Last wir hier ranhängen, desto ja, nicht mehr Kraft müssen wir hier im Eingang reinstecken, wollen wir so sagen. Nur die Drehzahl müssen wir erhöhen, in Anführungszeichen. Ne? Das ist natürlich schon eine kleine Last, aber ist natürlich nicht so wie bei normalen Elektromotoren dieser berühmt-berüchtigte Lenz-Effekt halt eben, ne? Der das dann eben bewirkt, dass je mehr Last dran ist, man dann proportional oder sogar höher proportional dann in der Eingangsleistung dann höher gehen muss. Oh, da fange ich gleich an zu stottern. Irgendwas wird da nicht so ganz richtig sein, was ich da gerade gesagt habe, aber da kommen wir ja jetzt so langsam hin. Gut, kommen wir mal zum eigentlichen Sinn und Zweck dieses Videos hier. Hier sind 5 LEDs dran. Das sind so bernsteinfarbene LEDs, die glaube ich 2,8 Volt oder 2,5 Volt brauchen. Also gehen wir mal hier großzügig ran mit 10 Volt. Ne? Also 10 Volt müssen wir hier irgendwie aus dem Ding rausbekommen. So, na gucken wir mal, ob wir das hinkriegen und wenn ja, wie wir es hinkriegen. Ich habe ihn jetzt erstmal, also das Messgerät habe ich jetzt erstmal an die Ausgänge von den zwei Spulen hier gehangen, in diesen Reihe geschalten, und wollen mal gucken, was es so an normaler Wechselspannung erstmal rausbekommt. Wir fahren mit 5 Volt und ja, ja, Milliampere ist erstmal scheißegal. So, ihr seht schon, der braucht ein bisschen, um sich warm zu laufen. Ne? Je wärmer er dann ist, desto schneller dreht er. Das hört er dann auch, dass er keine konstante Drehzahl macht. Tut mir ein bisschen leid, aber ach, ich finde es eigentlich so viel authentischer. Aber unseren ersten Wert haben wir erstmal so um die 3 Volt. Ne? Ihr merkt das schon, da geht das so langsam höher. Also vorhin bei den ersten Tests habe ich mitgekriegt, so bei 3, 3,5 Volt hört er dann jedenfalls auf. Und das ist dann auch die erste Startreferenz, die wir hierfür haben. Ja, na gut, mit 3,5 Volt kann man noch nicht viel LEDs zum Leuchten bringen, schätze ich.
Aber für die LEDs brauchen wir ja sowieso gleich Spannung. Und da wir ja beide Halbwellen benutzen wollen, die hier eventuell rauskommen, habe ich mir überlegt, nehme ich einfach mal einen Gleichrichter ran. Das ist ein B380R, das heißt 380 Volt Schafter bei 2 Ampere und in der Spitze 800 Volt. So steht es jedenfalls im Datenblatt. Und den hängen wir jetzt einfach mal dazwischen. Anwerfen. Verkehrt, verpult, angeschlossen. Ah ja. Na gut, okay, ist erstmal wurscht. Gut. Aber ihr seht es schon, ne? So 2,3, 2,5 vielleicht, wenn es hochkommt. Ja, also nicht einmal 3,5 Volt, wie wir es direkt mit Wechselspannung gemessen haben. Ja, jetzt fährt es sich wieder ein bisschen ein. Aber trotzdem. Naja, also mit 2,4 Volt kann man noch nicht viel LEDs betreiben, oder? Wir können es als Juxendallerei mal probieren. Ne? Wir hängen die LEDs jetzt einfach mal an den Wechselrichter ran und mal gucken. Vielleicht sind die Spitzen ja höher, als was unser Messgerät hier anzeigen kann. Und vielleicht leuchten sie ja doch. Mal schauen. Sind die schon ein kleines bisschen da? Mal Licht ausmachen. Und das auch. Ja. Ein kleines bisschen leuchtet schon, oder irre ich mich da? Dann müssen wir das andere Licht auch mal ausmachen. Nee, optische Täuschung. Da leuchtet noch gar nichts. Überhaupt gar nichts. Naja, gut. Aber wenigstens eine LED muss doch irgendwie leuchten. Ich habe jetzt hier mal von dem ganzen Fünferpack nur eine mit angeschlossen. Die muss ja wenigstens funktionieren. Ha, da schau her. Also, eine funktioniert definitiv. Mal gucken, ob auch zwei funktionieren. Ah, zwei gehen auch noch. Aha, mal gucken, wie es mit 3 aussieht. 3 noch ein ganz kleines bisschen. Und mit 4. Mit 4 ist dann schon Sense, ne? Ja. Ja, da ist nichts mehr, ne? Gut, okay. Trotzdem. Wir wollen, dass die 5 leuchten. Naja gut, dann probieren wir mal das hier. Haha, ein 35 Volt Kondensator mit 4700 Mikrofarad und den Kondensator drüber. Naja, mal schauen, vielleicht kann der das ja reißen. Okay, hier ist der Kondensator und die Gleichrichterbrücke jetzt dazwischen. Hier gucken wir mal, auf wie viel Volt er geht. Jetzt 1,7. Also das habe ich schneller erwartet. Na, mal gucken, bis wohin er steigt. Also jetzt reicht es bestimmt eine Viertelstunde später.
bei 4,87 gerückt er rum und es dauert ewig, bis es noch ein kleines bisschen höher geht. Also hier wird der Test jetzt hier abgebrochen. Naja gut, in der Zwischenzeit haben wir uns das hier mal vorbereitet. Das ist genau dasselbe, nur mit einem 25 Volt Elko und, jetzt muss ich selber mal hier gucken, 220 Mikrofarad. Oh, da ist es schon bei 2 Volt. Ich glaube, das können wir mal vernachlässigen. Ne? Bei den Voltzahlen, wo wir hinwollen. Noch einmal. Also da bin ich jetzt etwas enttäuscht. Das ist von der Kapazität her 220 Mikrofarad gegen 4700 Mikrofarad. Doch noch in der Voltzahl geringer. Das müsste jetzt eigentlich mindestens 10 mal schneller gehen, ne? Wenn jetzt sogar 20 mal schneller. Aber wir sind immer noch halt über 5 Volt hinaus, das gibt's doch wohl nicht. Naja, ich glaube, das hat auch hiermit nicht den erwünschten Erfolg, wie ich es mir gehofft habe. Tja, was gibt's denn da noch? Das hier gäbe es zum Beispiel noch. Ja, das ist so eine Spannungsverdoppler, Kaskadenschaltung, ja, wo im Elektronikkompendium, ich weiß gar nicht, wo ich das damals her hatte, das war irgendwie ganz versteckt gewesen. Und da war der Hinweis gewesen, dass es eigentlich erst für Leute ab 42 Jahre ist, ne? Weil, ha, ja, damit kann man echt urig krasse Sachen machen, wenn man dann falsche Sachen damit vorhat. Aber wir wollen ja jetzt erstmal nur aufs Effektivste irgendwie rauskriegen und da brauchen wir es halt schon mal. Ich habe jetzt wieder die Elkos genommen hier. 220 Mikrofarad, 25 Volt. Die sind so hier alle, das ist überall die Plusseite, ne? Zusammen und hier die Gleichrichter dann in der Art und Weise dann einfach drüber gemacht. Ja, dann kommt hier am Ende, setze ich dann die Wechselspannung an und hier kann man dann die Gleichspannung abfassen. Und da bin ich mal gespannt, ob das ein bisschen was bringt hier. Weil das gibt's doch nicht, dass hier nur so wenig rauskommt. Wir messen erstmal wieder die Voltzahl von dem Teil. Normalerweise unlogisch, weil pro Diode haben wir ja angeblich 0,7 Volt Spannungsabfall. Und wenn wir ja sowieso schon bei 4, 4,5 Volt rumgurken, dann... Na mal schauen, ich bin gespannt. Ja, das sieht doch schon besser aus, oder? Jetzt geht's höher. Mal gucken, bis wohin. Okay. Oder? Geht's doch noch höher? Ha, geht doch noch höher. Gut, okay, also bis hierhin geht's, bis 13,30 geht doch noch ein bisschen höher, naja, ist aber ziemlich langsam. Naja, wenn das ja wirklich was bringt mit der Kaskadierung, Moment. So schaut das jetzt aus. Bitte nicht nachahmen. Das sind alles 330 Volt Kondensatoren, 100 μF in so einer Kaskade. Aber dafür, hier das nur als Gimmick dran gemacht, ne? Vielleicht dann später dazu gedacht, noch irgendwelche Hochfrequenzen mit anzuzapfen, irgendwie große Antenne, mal schauen. Mal gucken, aber erstmal nur hierfür. Ja, da bin ich mal gespannt.
Jetzt schon bei über 20 Volt. Da trennt, würde ich sagen. Ach so, ich hatte ja eigentlich vorgehabt, nur die LEDs hier zu betrachten. Na, mal gucken, wie viel Leistung dann wirklich da ist, weil die Ladekurve von solchen Kondensatoren, die ist ja irgendwie so S-förmig, ne? Das heißt, am Anfang geht es sehr schnell, dann... Oder? Nee, ich glaube, überhaupt nur so eine Bogenform. Also jetzt am Anfang ziemlich schnell und dann immer langsamer, ne? Das heißt, ziemlich weit unten dürfte die Ladung ziemlich schnell annehmen und ganz viele hintereinander geschalten. Ja, vielleicht ist das auch das Rätsels Lösung. Aber irgendwie Diodenverluste hier durch die ganzen Gleichrichter kann ich so jetzt hier nicht bestätigen. Jetzt in der kurzen Zeit schon bei über 33 Volt. Voll gesamt. Also da traue ich mir jetzt nicht, die LEDs direkt anzuschließen. Mal gucken, ob wir da mal kurz einen anderen Verbraucher haben, mit dem wir das mal kurz sichtbar machen, was hier für Energie gespeichert worden ist. Mal schauen, ob wir das kurz sichtbar machen können. Es geht erst immer langsamer mit Steigen. Mal kurz können wir bestimmt was rausnehmen. Ah, gut. Oh, leuchtet die so. Aha. Na, alle Achtung, das sind High-Power-LEDs. Und die sind auch ein bisschen an. Ist ja krass, ne? Damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ein kleines bisschen. Bei 7,2 Volt konstant. Und jetzt geht's wieder auf. Na gut, wir würden ja aber eigentlich die LEDs hier anschließen. Können wir das mal so bei 7,2 Volt lassen ungefähr. Und dann können wir die hier dann einfach mit dazu nehmen, würde ich sagen. Ja. Jawohl, doch, ich würde sagen, Experiment geglückt. Die ganzen 5 LEDs leuchten alle in Reihe. Und ja doch, oder? Ist das jetzt ein Fluxkondensator? Gut, alles klar. Mit den Impressionen lasse ich euch jetzt erstmal ein bisschen nachdenken. Und ja, die ersten Werte sozusagen haben wir. So Pi mal Daumen. Jedenfalls, ne? Aber ich denke, es ist schon eine kleine Basis, auf der man weitermachen kann. In diesem Sinne erstmal, gehabt euch wohl, bis später. Ciao. Wir waren allein, so dass wir das Leben, die Unwissenheit. Wir waren allein, so dass wir